Liebe Schwestern und Brüder, das kann man zuweilen als Bemerkung öfter hören. Warum ist das mit dem Christentum und mit der Dreifaltigkeit eigentlich so kompliziert? Geht das nicht ein bisschen einfacher? Es ist ja der Sonntag, an dem wahrscheinlich in den Predigten die meisten Häresien vorkommen. Also warum es den Menschen, inklusive der Prediger, warum es denen so schwer machen? Kann man das nicht leichter haben? Und es sind keineswegs nur sogenannte einfache Gläubige oder auch manchmal Außenstehende oder solche, die nur ab und zu mit Religion und Kirche in Berührung kommen. Es gibt ja durchaus auch Theologen, die ein ganzes Lebenswerk darauf verwenden, ein sogenanntes vortrinitarisches Christentum nachzuweisen. Das heißt also, die Dreifaltigkeit, das, was uns zunächst als etwas Komplexes oder Kompliziertes entgegenkommt, wo niemand so richtig durchsteigt, das ist ohnehin späteres Beiwerk oder Erfindung. Das haben sich die Kirchenväter irgendwie ausgedacht, weil sie mit irgendetwas nicht klar kamen. Es gibt nicht wenige, die das so sehen. Was sollen wir also dann heute tun am Dreifaltigkeitssonntag, da wir dieses Fest, dieses Hochfest feiern? Es ist gut, sich einige Dinge in Erinnerung zu rufen. Wir sind, ich nehme einmal an, jeder oder jede, fast jeder, jede, ist unter diesem Namen getauft worden, unter keinem anderen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Anders wird man nicht getauft, anders wird man nicht Christ, als in diesem Namen und unter diesem Namen. Es scheint also doch etwas Wichtiges zu sein, wenn das das unterscheidende Kriterium ist von allem anderen, dass wir unter diesen Namen gestellt sind, dass dieser Name uns erst zu Christen macht. Unnötig, kompliziert. Wenn wir uns, wie wir das heute versuchen und wie wir das ja auf unterschiedliche Weise in den Festen, die wir begehen, das ganze Jahr hindurch immer wieder versuchen und hören, wenn wir uns dem innersten Wesen Gottes nähern, wie er wirklich ist, was Gott bedeutet und nicht nur als Begriff, sondern als lebendigen Gott, wie wir ihn anreden, von Gott zu sprechen. Ein Mysterium, das eigentlich unbegreiflich ist, in unsere Sprache zu bringen, dann ist das gewiss nie leicht und es erfordert Mühe. Man muss das nicht im Detail vielleicht studiert haben, um eine Ahnung zu bekommen, wie sehr die Kirchenväter etwa darum gerungen haben, um jedes Wort, um jeden Begriff, bis man überhaupt einmal ein Wort dafür hatte, wie man die Verhältnismäßigkeit innerhalb Gottes bestimmen kann. Ist das ein Wort wie Hypostase im Griechischen, Persona, dann im Lateinischen, bis dieses Wort einmal in der Welt war, man es richtig verstand und anwenden konnte. Wie man da um jeden Buchstaben sozusagen ringt. Ist das unnötig kompliziert oder nicht vielmehr aller Mühe wert? Wenn uns dieser Name so kostbar ist, der uns zu Christen macht, macht uns dieses Ringen nicht ein erstes deutlich, das so wichtig ist und das wir von den 10 Geboten kennen? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst, oder man kann auch sagen, du kannst gar keine anderen Götter neben mir haben. Gott, liebe Schwestern und Brüder, das macht uns dieser Tag als erstes neu deutlich. Auch unsere eigene Taufe, jedes Mal, wenn wir ein Kreuzzeichen machen, wie ein kleines zusammengefasstes Tauf- und Glaubensbekenntnis. Gott steht immer an erster Stelle. Es geht nicht zuerst um die Kirche, es geht auch nicht zuerst um den Menschen. Es geht zuallererst um Gott. Gott, dem wir uns immer wieder annähern müssen. Aber wie geschieht das? Wie ist es möglich, sich dem innersten Wesen Gottes zu nähern? Es geht nur durch etwas, das uns aus der Heiligen Schrift und das uns aus unserer Glaubenspraxis bekannt sein muss. Denn sonst glauben wir nicht richtig. Paulus sagt im Römerbrief, der Glaube kommt vom Hören. Und genauso ist das mit dem Mysterium der Trinität, der Dreifaltigkeit.
Das macht niemand, liebe Schwestern und Brüder. Das denkt sich auch niemand aus. Auch wenn man versucht, es zu durchdenken, was uns da entgegenkommt. Nein, dieses Mysterium Gottes, sein innerstes Wesen, kann man nur abhören. Man muss es sich ablauschen. Aber wo? Die Antwort ist recht klar. Wir sagen, wir hören es aus der Offenbarung. Konkreter. Wir hören es aus der Heiligen Schrift. Noch deutlicher. Wir hören es von Jesus selbst. Man muss nur Jesus zuhören. Dann versteht man das innerste Wesen Gottes. Dann kommt uns das, was uns vielleicht so kompliziert erscheint, ganz deutlich über. Es sei denn, man macht das wie diejenigen, die eben ein vortrinitarisches Christentum erweisen wollen. Dann sind die Jesusworte alle spät, also kirchliche Bildung, wie man dann sagt, dann sind sie erfunden. Dann hat man da irgendetwas konstruiert. Dann ist Jesus ein netter galiläischer Schlappi, der im ersten Jahrhundert durch den Nahen Osten gelatscht ist, vielleicht Mystiker war, ganz freundlicher Prophet, der die Menschen noch irgendwie wach gemacht hat, sodass sie sich heute noch angesprochen fühlen. Aber nicht derjenige, von dem das vierte Evangelium sagt, derjenige, der das innerste Wesen Gottes abhört und es uns sagt, es uns übersetzt, es uns nahe bringt. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Und so ist es wichtig, dass wir Jesus immer neu zuhören. Jesus, der wie kein anderer im Dialog mit dem Vater steht. Den er so exklusiv wie kein anderer vor ihm Vater nennt. Papst Benedikt hat vor einigen Jahren einmal folgenden Satz gesagt, der das noch einmal deutlich macht. Gott zeigt sich ganz im Sohn, in Christus. Sein ganzes Leben ist betend hineingehalten in den Abgrund der Wahrheit und Güte, der Gott ist. Das ganze Leben Jesu ist betend hineingehalten in einen Abgrund, in etwas für uns Undurchdringliches, aber ein Abgrund von Wahrheit und Güte, der Gott ist. Deshalb ist es für uns lebensnotwendig, wenn wir etwas von Gott verstehen wollen, von seinem innersten Wesen, dass wir Jesus zuhören, dass uns seine Worte, die er spricht, dass sie uns verpflichten, wie er Gott Vater nennt. Und wie er davon spricht, eben im Evangelium hat er erneut zu uns gesprochen, dass er uns mittels des Geistes in die ganze Wahrheit einführt. Es ist also nicht nur eine traute Zweisamkeit zwischen Vater und Sohn, so wie wir das oft in unseren menschlichen Beziehungen suchen. Aber auch in denen merken wir ja, wenn menschliche Beziehungen sich nicht im Ghetto der Zweisamkeit einmauern, sind solche Beziehungen, sollen sie, können sie, müssen sie fruchtbar sein. Das gilt nicht nur für Eltern. Das gilt ja nicht nur für die christliche Ehe, wenn wir von Kindern sprechen. Sondern es gilt auch für solche, die nicht verheiratet sind, deren Leben auf eigene Weise durch eine enge Beziehung fruchtbar werden kann. Wir ertasten auf menschliche Weise so, indem wir Jesus zuhören, ihn ernst nehmen, das innerste Wesen Gottes. Vaterschaft und Mutterschaft, die sich mitteilt im Gegenüber, im Kind, im Sohn, die ihre ganz eigene Fruchtbarkeit hat. Im Geist. Aber es ist eben nicht so, wie uns einige weismachen wollen, dass wir sozusagen unsere menschlichen Verhältnisse hochrechnen, sie idealisieren und dann in den Himmel projizieren. Und dann basteln wir uns ein Gottesbild zusammen. Unsere menschlichen Verhältnisse, liebe Schwestern und Brüder, sind ernüchternd. Sind nicht zu idealisieren, weil sie unter dem Druck der Wirklichkeit zerbrechen. Adam und Eva, erzählt uns die Bibel. Da ist dann nicht von einem ersten handfesten Krach in der Ehe die Rede.
Aber bei den beiden Kindern, bei den Brüdern, etwas, was wir heute ja als großes Plakat der Aufklärung vor uns hertragen, wie eine Monstranz, die Brüderlichkeit, oder wenn wir politisch korrekt sind, sprechen wir von der Geschwisterlichkeit, die geht am Anfang gründlich daneben. Das erste Geschwisterpaar der Geschichte in der Heiligen Schrift, Kain und Abel, müssen wir das noch einmal betonen, der eine schlägt den anderen tot. Hat sich daran bis heute etwas geändert? Was sollten wir da idealisieren und in dein Gottesbild hinein projizieren? Nein, es ist genau umgekehrt. Der Geist wird euch in die volle Wahrheit einführen. Was Menschsein bedeutet, wie Menschsein gelingen kann, lesen wir ab an dem, der sein innerstes Wesen uns mitteilt. Der in der Taufe, und deshalb stehen wir unter diesem Namen, dieses innerste Wesen in uns gesenkt hat. Wir können lebendig sein. Wir können erst zu Menschen werden, wenn wir unter diesem Namen zu leben versuchen. Wenn wir diesem Gott, der Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, der nicht Zweisamkeit, auch kein monolithischer Block, sondern eben dreifaltig einer ist, der sich uns mitteilt, in verbindlicher Weise im Wort Jesu. Wir sollten davon keine Abstriche machen. Und wir sollten uns auch dagegen wehren, dass man uns ein X vor ein U vormacht, wenn wir manchen Bibelgelehrten lauschen. Nehmen wir das Wort Jesu ernst und lassen wir uns von ihm führen, wie dieses Wort eigentlich heißt. Er ist derjenige, der uns durch seine Beziehung zu Gott und durch die Sendung des Geistes in das innerste Wesen Gottes hineinführt, der es ausleuchtet, der es erklärt. Wer an Jesus festhält und an seinem Wort, kann nicht fehlgehen, im Verstehen Gottes. Es ist gut, dass wir uns mit dem Kreuz bezeichnen. Es ist gut, liebe Schwestern und Brüder, dass wir diesen Namen anrufen. Denn erst dieser Name des dreifaltigen Gottes macht uns zu wahren Menschen.